Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute eine Runde mit dem Trapper oder dem Strandpsycho, je nachdem wie ihr wollt. Das ist nämlich das Dingens, was wir heute am Start haben, der Skin, den wir heute am Start haben. Ihr kennt die Aufgabe, Leute, 5 Leute sollen in die Falle reintappen. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe die aufgezählte Hoffnung dabei. Oh, die ist sogar einigermaßen gut versteckt. Wenn wir mal hier direkt... Na, warte. Packen wir mal direkt hier hin. Ist ja eine dunkle Falle. Ich habe ein Addon drauf. Das heißt, vielleicht finden die Leute die erst relativ spät. Lassen wir uns mal überraschen. Wir legen erstmal natürlich ein paar Fallen. Ich habe dann noch das Addon drauf, dass die sich auch wieder selbstständig aufstellen. In der Hoffnung, dass das dann den einen oder anderen in die Falle reinlaufen lässt. Und ja, jetzt werden die natürlich erstmal ein paar Gens in der Zeit wahrscheinlich fertig machen, in der wir unser Setup hier aufstellen. Aber das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das ist mit einkalkuliert. Wenn wir die 4 Gens hier hinten bewachen können, das wäre schon mal ein guter Start. Die liegt gar nicht mal so schlecht. So, da ist noch niemand dran. Da liegt noch eine. Da ist auch die Hütte auf der Seite hier. Die lag eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, da rennt schon der Erste. Und er rennt einfach nicht in die Falle rein. Schade. Oh, okay. Das ist schon mal eine Ansage. So, jetzt musst du da aber ziehen. Ja, wollte schon sagen. Katsching. Da ist die erste Person in der Falle drin. Gut. Ja, vielleicht liegt die ja gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber ich werde sie trotzdem wegnehmen, weil wir brauchen die eher auf der anderen Seite. Okay. Barbecue. Drüben, da ist schon jemand. Da muss ich jetzt hin. Das ist das Wichtige, dass ich da... Hallo? Da. Dass ich da hinten halt die Generatoren behalten kann. Oh, hier sind ein paar Leute. Gut, dann jage ich dich halt jetzt. Oh! Katsching hat's gesagt, die zweite Person jetzt schon in der Falle. Leute, das sieht doch ganz gut aus. So, ich wollte trotzdem immer noch nach hinten eigentlich, ne? Ich muss weit genug weg sein, wenn sie retten. Genau, für die Stacks hier. Für die aufgezählte Hoffnung. Ich renne jetzt trotzdem rüber, da kommt mir jemand entgegengerannt. Da ist er. Ja, moin. Komm schon, die dritte Person. Die dritte Person, als ob. Oha, Leute. Das ist ja echt mal ein geiler Start, muss man sagen. Der kommt in den Keller. Der kommt aber sowas von in den Keller. Da ist auch der zweite aufgezählte Hoffnungsstack. Bisher läuft die Runde echt richtig für uns. Die vierte Person, als ob. Und die anderen beiden sind da noch am Generator. Arbeiten da rum. Die Person hat sich auch schon wieder befreit. Deswegen gehen wir einfach jetzt zu dem Gen hier. Hauen da Pop Goes the Weasel rauf. Das ist schon krass. Oh, da rennen 2 Leute. Okay, ich warte hier kurz, weil die aufgezählte Hoffnung ist dann auf 3 und dann klatsche ich die Klöde ja gleich direkt, wenn sie rauskommen. So, da hinten hat jemand leider eine Falle entschärft. Klödia! Das ist aber leider dein Untergang. Ja, moin. Okay, eine Person muss nur noch in eine Falle rein. Da hinten rennt eine... Oh, nice. Das war's. Wir haben die Challenge fertig. Im ersten Versuch. Wie gut. Läuft. Schönes Ding. Hallo? Na? Okay, der Generator hier ist zwar fertig geworden, aber da wollen wir uns jetzt mal nicht unbedingt Sorgen drum machen. So, nächste Person liegt. Ich bin viel zu nah dran für die aufgezählte Hoffnungsstacks. Deswegen schnell weg hier. Komm schon, gönn mir. Jo. Jetzt könnten die rangehen. Das ist der 4. Stack. Und da ist die nächste Person in der Falle. Ich glaube es nicht. Oh. Und da ist der Trapper selber in der Falle. Boah, so schnell geht das. Ach, Leute. Das läuft ja wie geschmiert. Und sie kommt leider raus. Ärgerlich. So, wenn gerettet wird, Leute, dann können wir Leute umbringen.
So, wir legen hier eine Falle hin. Dann musst du dir nochmal eine neue Strategie ausdenken. Oh, da sind sie ja alle. Warte, ich klatsch sie kurz um. Wenn die andere jetzt retten geht, dann können wir sie killen. Komm schon, häng ihn ab. Oh mein Gott, da hinten ist jemand in eine Falle reingetapst. Ja komm, hängen wir sie nochmal auf. Bringt mehr Points. Vielleicht kriegt sie sich sogar noch rausgewickelt jetzt, weil ich sie gedroppt habe. So. Jetzt helft doch mal da drüben. Die helfen einfach nicht. Und die nächste. Ey, Leute, das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn das für eine geile Runde? Und da rennt gleich noch jemand, ich sag's euch. Da ist denn... Junge, Junge, Junge. Okay, ja. Das ist, glaube ich, eine der lustigsten Trapper-Runden, die ich jemals hatte. So, okay. Wenn die andere jetzt helfen gehen sollte. Dann war's das. Sie hat nochmal geholfen. Jetzt können wir töten. Sehr schön. Dann jagen wir sie natürlich. Oh, nee, du rennst nicht nochmal in die Falle, oder? Wo ist sie? Muss auch noch irgendwo sein. Da rennt er. Ah, hier ist sie. Moin. Nee, ehrlich? Es hat nicht Katsching gesagt. Warum denn das? Da sie ist oben hin. Ist die zu weit weg inzwischen, oder wie? So, sie ist runter. Da ist sie. Ach, okay. Ihr habt noch einen Schlüssel. Ja, okay. GG. War trotzdem eine sehr lustige Runde, Leute. Sind jetzt zwei Leute entkommen. Hatten die den Schlüssel von Anfang an? Dann habe ich nicht drauf geachtet. Sonst müssen sie ihn gefunden haben. Wir haben die Challenge fertig gemacht. Wir hätten jetzt Leute natürlich töten können. Schade. Ich hätte an dem Dingens vorbeigehen sollen. Ich will GG schreiben. GG, well played. Lustige Runde. Mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Haben wir Pip verloren. Aber ich fand die Runde trotzdem lustig. Wie viele Leute einfach in die Fallen reingegangen sind. Alter Vater. So, warte, ich einmal ganz kurz gucken. Ah, es hatte jemand einen Schlüssel da. Habe ich nicht drauf geachtet am Anfang. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich meine Spielweise auch ein bisschen angepasst und hätte den ein bisschen fokussiert, ne? Gut, die haben übrigens 4 Map-Offerings gedroppt. Ich gehe mal davon aus, dass das alles Premates gewesen sind. War auf jeden Fall eine lustige Runde. Dafür, dass die so hohe Ränge haben, sind die so oft reingetappt. Damit rechnet man doch echt nicht, oder? Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Runde. Ich fand sie auf jeden Fall richtig cool. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über Kommentare, ich freue mich über Likes, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss, tschüss.